Ja, wir kommen jetzt eigentlich zu einer ganz interessanten Wende mit dem nächsten Panel, der erweiterte Mensch. Und mir ist aufgefallen, ich habe gestern die Panels ein bisschen durcheinander gebracht, was, glaube ich, aber auch damit zu tun hat, dass sich eben die Themen dann doch so sehr überschneiden. Das heißt, der erweiterte Mensch kommt erst jetzt. Denn was genau heißt, das ist ja jetzt auch ganz interessant, was genau heißt denn Erweiterung? Also was bedeutet dieser Begriff dann eigentlich? Eventuell auch im Sinne einer Komplettierung, Verbesserung, die tatsächlich sogar Amputation bedeuten kann. Roboter und Cyborg werden uns nun in den Vorträgen begegnen und dass man seinen Körper als übervollständig sogar empfinden kann. Und damit stelle ich unseren ersten Sprecher des Panels vor, Jonas Weber Herrera. Er lebt und arbeitet als Künstler, Autor und Dozent in Berlin. In seinen Arbeiten befasst er sich mit der Konstruktion und Zurichtung von Körpern durch Macht- und Medieneffekte. In seiner Promotion schrieb er eine Genealogie und Mediengeschichte der Subjektivierungsprozesse des Phänomens BIID, Transability. Arbeiten von Jonas Weber Herrera wurden unter anderem auf Festivals, Kunstfilmbiennale in Köln, Kasseler Dogfest und Ausstellungen in den KW Institute for Contemporary Art, Akademie der Künste, Auto Center in Berlin, Flux Factory on Peninsula, New York, Centre Georges Pompidou, Paris und Museo Reina Sofia Madrid gezeigt. Er wurde durch Stipendien des Berliner Senats, der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und Residency Unlimited, der Graduiertenförderung des Freistaates Thüringen und des IKKM Weimar mit einem Mentoring von Harun Farocki gefördert. Er veröffentlichte Texte unter anderem in Kultur und Gespenster, der Freitag, war.de und dem Band zum Beispiel Praxisbasierte Forschung in Kunst und Design, dessen Mitherausgeber er auch ist. Jonas, du sprichst heute zu uns über Cyborg-Symptome. Dann lass mal hören. Vielen lieben Dank für die nette Einführung und Einladung, Isabel, über die ich mich sehr gefreut habe, und ich freue mich, Sie zu meinem Vortrag begrüßen zu dürfen. Moment, ich check jetzt einmal nochmal. Okay. Du hast es bereits angekündigt, das Thema meines Vortrags ist ein Syndrom. Man könnte es auch ein Körperbewusstsein, ein Transzustand oder aber im medizinischen Sinne eine Körperschemastörung nennen, dessen Symptomatik dem Topos des erweiterten Menschen auf den ersten Blick zunächst konträr entgegenzustehen scheint. Als Syndrom versteht man zunächst einen Komplex gemeinsam auftretender Symptome, deren Etiologie oder Pathogenese noch nicht endgültig bekannt sind. Und das markanteste Leitsymptom, das gegenwärtige als Body Integrity Identity Disorder, kurz BID oder Xenomelie bzw. Transability bezeichneten Syndrom, ist eine Körperinkongruenz ähnlich der von Transgender bzw. der Transidentität. Das heißt, Betroffene fühlen sich in ihren Körpern falsch. Und nur ist bei BID eben nicht das biologische Geschlecht betroffen. Vielmehr nehmen sogenannte Transable-Menschen, BIDler oder Wannabes, ihre physisch intakten Körper als übervollständig wahr. Das heißt, sie empfinden seit der Kindheit oder frühen Jugend einen als überwältigend beschriebenen Drang, körperlich beeinträchtigt, das heißt an bestimmten Gliedmaßen amputiert oder aber blind, taub oder stumm sein zu müssen, und zwar um sich mit ihrem Körperschema identisch fühlen zu können. Das kann man ja super lesen, dann müssen Sie mir doch zuhören. Also, auch wenn sich das jetzt irgendwie doppelt, würde ich nochmal die Definition von Transability beziehungsweise die erste Zusammenfassung von der Person, die den Namen geprägt hat, einem Blogger namens Sean O'Connor vorlesen. Stammt Anfang der 2000 Jahre von dem gleichnamigen Blog transable.org. So you ask that thing, transable, just exactly what is it? It's hard to define in just a few words, but in a nutshell, someone who is transabled wants to be disabled. But it's not so much as a want as much as a need. Our desire is more reflection of the fact that our self-image is that of a paraplegic or amputee or blind or any number of other disabilities than that of an able-bodied man or woman. The dichotomy between what our psych tells us and what our body tells us is ripping us apart. Eine weitere Beschreibung auch von dem Blog zum weiteren Verständnis füge ich noch kurz an.
When I had finally woken up from surgery, caused by self-injury and resulting in an amputation, I recall a very deep relief. It was slow, but the more I came to realize that the leg was finally gone, I couldn't help but feel relaxed by the resolve. It's been a little less than 6 months since the initial event, and I can only say that I am happy to see each new day with a sense of self-worth and purpose I should have had from the day I was born. This wasn't about losing a leg, it was about gaining my own sense of self. Sollten Sie nun das erste Mal von diesem Phänomen hören, wird sich Ihnen eventuell der Gedanke aufdrängen, dass es sich hierbei um eine zeitspezifische psychische Störung handelt. Ich möchte stattdessen die nächsten, 33 Minuten dafür nutzen, Ihnen aufzuzeigen, dass es hierbei nicht um eine sogenannte psychotische Gesellschaftskrankheit handelt, sondern um ein ahistorisches und dennoch explizit zeitspezifisches Phänomen, das geradezu exemplarisch für das Thema des Panels wie auch des Symposiums steht. Und zwar deshalb, weil es sich im Kontext des Homo ex machina an seiner medizinischen wie auch intersubjektiven Konstruktion exakt aufzeigen lässt, warum Körpergeschichte immer auch Mediengeschichte ist, und weil das Phänomen bezüglich des Topos des erweiterten Körpers unsere Vorstellung dessen, was es bedeutet, einen vollständigen Körper zu haben, radikal in Frage stellt. In seiner jetzigen Form stellt das Syndrom viel eher eine Art Sollbruchstelle in unserer historischen Vorstellung körperlicher Vollständigkeit dar, deren Verlauf noch nicht endgültig absehbar ist. Das Syndrom ist also gerade deshalb für Körpergeschichte so zeitspezifisch wie interessant, weil in der signifikanten Unmöglichkeit seiner Erklärung der biowissenschaftliche Forschungsstand mit den Grenzen und blinden Flecken unserer symbolischen Ordnung von Körperlichkeit zusammenfallen. Erlauben Sie mir zunächst etwas genauer auf die jeweiligen Symptome des Syndromkomplexes einzugehen. Entscheidend im Falle von BID bzw. Transability ist es, dass der Drang oder der Wunsch nach einer Körperbeeinträchtigung nachweislich nicht wahnhaft ist. Das heißt, transable Menschen können ihr Begehren oder ihr Körperempfinden durchaus rational und kritisch reflektieren. Sie sind sich der beschwerlichen Konsequenzen, die eine Amputation mit sich bringen würde und warum ihr Begehren von Außenstehenden als absurd oder verrückt erachtet wird, vollkommen bewusst. Dennoch geht der als overcomplete, also als übervollständig beschriebene Zustand, in einem intakten oder vollständigen Körper leben zu müssen, mit einem derart schweren Leidensdruck einher, dass er das gesamte Leben bzw. Bewusstsein der Betroffenen vereinnahmen kann. Und da es eben keine erfolgreiche Therapien zur Unterdrückung des empfundenen Drang gibt und dieser Schüben im Alter immer älter wird, kommt es unter Betroffenen immer wieder zu teilweise lebensgefährlichen Akten der Selbstverstümmelung. BIDler, die diese Eingriffe vorgenommen haben, beschreiben danach, ihre wahre körperliche Identität hergestellt zu haben und verstehen sich als geheilt. Also das ist nicht wie bei einer Body Dysmorphic Order, dass sich jemand zwanghaft Schönheitsoperationen wünscht und sobald der eine hat, wieder unzufrieden ist und dann eine andere Amputation haben wollen würde. Als zweites Charakteristikum oder spezifische Wahrnehmung von BID ist, dass transable Menschen nicht die der Körperbehinderung oft zugeschriebene, in Anführungszeichen, Impotenz, Hilfsbedürftigkeit oder Marginalisierung als etwas Erstrebenswertes erfinden, um beispielsweise Aufmerksamkeit oder Fürsorge zu erlangen. Vielmehr schreiben transable Personen dem unvollständigen oder behinderten Körper eine neue, eigene symptomatische Bedeutung ein. Nicht nur werden beispielsweise asymmetrische Körpersilhouetten und ihre Bewegung als attraktiv und begehrenswert beschrieben, es sind vor allem die Leistungsaspekte, die mit der Bewältigung des Alltags einer Beeinträchtigung und ihrer Überwindung einhergehen, die als stimulierend beschrieben werden. So verstehen BIDler mehrheitlich Körperbeeinträchtigung als Herausforderung und bewundern Menschen, die ihr Leben mit oder trotz ihres Handicaps meistern. Also Studien haben auch gezeigt, eine Vielzahl von Menschen mit BID sind sehr, sehr ehrgeizig oder Leute, so sagt es die Studie, die zu was gebracht haben, die in leitender Funktion sind. Um die empfundene Körperidentität wenigstens teilweise ausleben zu können, praktizieren alle BIDler etwas, das unter Betroffenen sowie in der Fachliteratur Pretending genannt wird. Das Spielen, Nachstellen oder Vortäuschen der gewünschten Behinderung mittels Pro- oder Orthesen im Privaten, öffentlich, gelegentlich oder Fulltime. Diese Praxis beginnt oft schon als eine Art unreflektiertes Spiel im Kindesalter, noch bevor sie sich ihres eigenen Körperempfindens, ihres spezifischen Körperempfindens bewusst sind. Und später wird dem Pretending eine Art therapeutische Wirkung zugeschrieben, der sie zumindest kurzzeitig Erleichterung verschafft.
Das letztgenannte Leitsystem ist eine dem Drang inhärente sexuelle autoerotische Dimension. Nicht alle, so doch vermutlich die Hälfte aller trans-ablen Menschen hat eine sexuelle Präferenz oder ein Fetisch für Menschen mit der jeweils gewünschten Körperbehinderung, wie auch die Vorstellung selbst körperlich beeinträchtigt zu sein, sexuell erregend wirken kann. Wie bereits erwähnt, gibt es keine Therapie oder Behandlungsform, die den Drang zu unterdrücken oder das Leiden unter der Inkongruenz zu lindern vermag. Und dennoch verwehren medizinjuridische Reglementierung trans-ablen Menschen immer noch die gleichen Rechte auf eine operative Angleichung wie beispielsweise Transgender-Menschen. Damit derartige Eingriffe als eine körperangleichende Behandlungsform legal und von Krankenkassen abgerechnet werden könnte, müsste die BID erst als eine offiziell anerkannte Störung in den Klassifikationssystemen DSM-5 bzw. ICD-10 aufgenommen und gelistet werden. Es wurde jedoch von den bisherigen, von den Herausgebern, also der American Psychiatric Association bzw. der WHO abgelehnt, und zwar einerseits aufgrund des bisherigen Forschungsstandes sowie der weltweit relativ geringen Anzahl Betroffenen. Nach bisherigem Forschungsstand gibt es keine medizinische Studie, die eine psychische Ursache oder Störung von BID nachweisen kann. Der einzige gesicherte Befund, auf dessen Grundlage sich zumindest ein Teilaspekt der Ursache erklären lässt, ist, dass bei Menschen mit dem Drang nach der Amputation eines Beines oder einer Querschnittslähmung die betroffenen Gliedmaße nicht in der neuronalen Körperrepräsentation im Gehirn enthalten sind. Zusätzlich fand eine Studie heraus, dass bei BID-Betroffenen diesen Typus die Oberfläche des rechten superioren Parietallappen, also der Gegend, die für die Repräsentation dieser jeweiligen Gliedmaßen zuständig ist, dass dort die Hirnoberfläche deutlich dünner ausgebildet ist. Man geht in den Neurowissenschaften daher davon aus, dass sich bei dem Phänomen um eine angeborene neuronale Alteration handelt, weshalb man für diese Untergruppe die Bezeichnung Xenomelie, also Fremdgliedrigkeit, prägte. Auf der Grundlage dieser Befunde hielt der Zürcher Neuropsychologe und Leiter einer der beiden Studien in einer Review des Forschungsstandes 2015 fest, der Name ist Peter Brugger, dass es sich bei der Xenomelie somit nicht wie zuvor angenommen um eine Paraphilie, also um eine psychosexuelle Störung handelt, sondern um ein Altered Body Consciousness bzw. a non-normative form of embodiment. Also es handelt sich nicht um eine Paraphilie wie beispielsweise die Pädophilie, sondern es handelt sich um ein gewandeltes Körperbewusstsein bzw. eine nicht normative Verkörperungsform. Dieser kurze Satz verweist zunächst auf eine bewegte Geschichte unterschiedlicher Erklärungsmodelle und Klassifizierungen hin. Die erste Erwähnung des Syndroms in der medizinischen Literatur findet sich in Form einer kuriosen übermittelten Erzählung in einem Werk des Chirurgen Jean-Joseph Sue aus dem Jahre 1789. In der 1812 erstmal veröffentlichten Psychopathia Sexualis des Entartungstheoretikers und Gerichtsmediziners Richard von Kraft-Ebing wurde das Phänomen als Fetischismus von Körperfehlern verzeichnet, und 1977 klassifizierte es wiederum John Money, der Gründer der modernen Sexualwissenschaften, als Apotemnophilie und somit als Paraphilie. 1997 versuchte Richard Bruno, das Phänomen auf Grundlage des Pretenden als Factitious Disability Disorder den Verhaltensstörungen zuzurechnen. Und erst im Jahre 2005 fragte der Psychiater Michael First in einer bis dahin größten Studie mit 50 Betroffenen bzw. auf der Basis von Telefoninterviews, was denn der primäre und der sekundäre Wunsch Aspekt bei dem Wunsch nach einer Körperbeeinträchtigung sei, und natürlich antworteten dann, dass die alle Betroffenen, dass die sexuellen Aspekte völlig sekundär wären. Im ersten, das Wichtigste wäre es natürlich, sich mit seinem Körper identisch zu fühlen. Und somit, also erst durch diese Befragungsform, rückte damit das Syndrom der Körperinkongruenz in den Vordergrund, weshalb First dann in Anlehnung an die Gender Identity Disorder, also wie sie damals noch bezeichnet wurde, heute Gender Dysphoria, die Bezeichnung Body Integrity Identity Disorder wählte. An diesem kurzen zuvor erwähnten Satz von Peter Brugger, also dass es sich nicht um eine Paraphilie, sondern um eine non-normative form of embodiment handelt, zeigt sich aber auch, entlang welcher grundsätzlichen historischen Vorstellung sich diese medizinische Konstruktionsgeschichte und ihre historischen Erklärungsmodelle winden. Zunächst entlang der basalen Verschiebung von der Psyche hin zum Gehirn.
Darüber hinaus erzählt sich diese Konstruktionsgeschichte aber auch entlang eines kognitiven Paradigmenwechsels, nämlich der Abkehr vom kartesianischen Dualismus hin zu Subjekten als Verkörperung bzw. Cyborgs, auf die ich gleich noch komme. Und blickt man nun aus einer dezidiert medienwissenschaftlichen Perspektive auf diese historischen Studien zu BED, dann lassen sich genau jene technischen Verfahren der Vermessung der menschlichen Psyche und des Körpers offenlegen, auf deren Grundlage die Symptomatik des Symptoms nicht mehr nur als Fetisch oder sexuelle Abart erkannt, sondern als ein subjektkonstitutives Moment erkannt wurde. Das heißt, in diesen Studien zeigen sich von der Wissenschaftswertung der Psychiatrie bis hin zu den Social Neuroscience genau welche technischen Operationen diesem Paradigmenwechsel in den Biowissenschaften zugrunde liegen. Nun ist die Wissenschaft des Körpers immer schon eine Wissenschaft von Störungen gewesen, der erst sogenannte Störungen Einblick in bisher unbekannte, nicht sichtbare, diskret verlaufende Zusammenhänge, Logiken und Dynamiken des menschlichen Organismus erlauben. Damit dann jedes Symptom, jeder Schmerz, jedes Leid kommunizierbar und miteinander vergleichbar Eingang in objektives Wissen erlangen kann, muss es Bild werden, verlangt es nach einer Form, Formel oder Repräsentation. Körpergeschichte ist also auch immer deshalb Mediengeschichte, weil sich jede Evidenz eines Leidens, eines Schmerzens oder einer sogenannten Störung zunächst der Logik ihrer Repräsentationsverfahren verdankt. Als Episteme oder Evidenzen spezifischer Diskurse kommt den dabei verwendeten Medientechnologien auf mehreren Ebenen eine wirklichkeitskonstruierende Funktion zu. So wird auf der Grundlage dieser Repräsentation bestimmt, welche Realität dem Wunsch nach einer Behinderung zugesprochen werden kann, beispielsweise die eines Wahns, eines Fetischs oder einer neuronal bedingten Identität. Und rückwirkend schreiben sich natürlich diese Medientechnologien, die verwendet wurden, aber auch in die Befunde ein und modifizieren unsere allgemeine Vorstellung von Subjekten, Körpern und Verkörperungen. Innerhalb dieses medialen Dispositivs treten Transzustände wie Transgender oder aber Transability besonders stark hervor bzw. machen dieses kenntlich. Denn bei beiden handelt es sich um Phänomene mit einer subjektiven Symptomatik, also einem innerlich empfundenen Krankheitszeichen, die nicht indexikalisch abbildbar sind und vorerst nur durch ihre Beschreibung in Erscheinung gebracht werden können. Und umgekehrt nehmen natürlich Transzustände auch außerhalb des wissenschaftlichen Spektrums selbst die Funktion eines Indikators der ihnen zugrunde liegenden Mechanismen von Körperbild und Körpererfahrung ein. Als Figur eines Drittens beeinflusste Transgender nachhaltig die Einheitsfantasien der dualistischen Geschlechterkonstruktion und bereitete die Diskursivität dessen vor, was heute in weiten Teilen zumindest der Gesellschaft kaum mehr biowissenschaftlich bewiesen werden muss, um anerkannt zu werden, nämlich, dass das angeborene Geschlecht nicht zwangsläufig richtig oder eindeutig, weil angeboren oder eben gottgegeben sein muss. Die Konstruktion und wissenschaftliche Untersuchung von BID und Transability ist ebenso ein zutiefst politisches Projekt, da sie unsere cisnormative, ableistische Vorstellung von körperlicher Vollständigkeit fundamental in Frage stellt. Die Terminologie Vollständigkeit ist hierbei auf verschiedene Arten zu verstehen. Sie meint zunächst einen Zustand körperlicher Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit. Der unvollständige Körper wurde dagegen in seiner Geschichte mit den signifikanten defizitär, verkrüppelt oder behindert bezeichnet. So wie die objektiv vollständigen Körper immer als Resultate aus Diskursen, Machttechniken und Technologien hervorgingen, waren auch die Wahrnehmung und Bewertung körperlicher Andersheit stets ein immanenter Effekt der historischen symbolischen Ordnung von Körperlichkeit. Sie markierten ihr Außen. Erst in den 80er Jahren wurde dem medizinischen Modell von Behinderung ein soziales Modell entgegengesetzt, das die Gesellschaft als konstruierenden wie passivierenden Faktor ausmachte. Und zeitgleich wurden aber auch auf einer unbewussten Ebene auch die Subjekte mit intakten und unversehrten Körpern in einen Zustand andauernder körperlicher Unvollständigkeit versetzt. Als kulturtechnische Produktion und Zurichtung der Körper haben Prothesen vom Holzbein über die Brille bis hin zum Smartphone oder Herzschrittmacher dem Mängelwesen, Prothesengott oder aber Cyborg-Mensch zur annähernden Überwindung seiner selbstproduzierten Unvollständigkeit gedient. Die Vollständigkeit des Körpers ist im Kontext des Regimes an Erwartungen an den Körper, der Prothetik sowie der Differenz zum Defizitären also immer relativ, da sie von jeder neuen technischen Möglichkeit erneut in Frage gestellt wird.
Einer kulturpessimistischen und technologiekritischen Interpretation dieses Umstands setzte Donna Haraway die bereits erwähnte Figur des Cyborg entgegen. Ein Hybrid, für die sich die Trennung von Natur und Technologie nie gestellt hat. Die Cyborg hat keine Angst vor dauerhaft unsicheren, partiellen Identitäten. Im Gegenteil, sie ist eine überzeugte Anhängerin von Partialität, Ironie, Intimität und Perversität. Sie ist der Foucault'schen Biopolitik nicht unterworfen und unterwandert die nach Einheit trachtenden Methoden und Strategien neuzeitlicher Wissenschaft und Politik. In weiten Teilen ist Haraways Denkfigur aus den 80er Jahren und somit mitten aus dem Kalten Krieg natürlich auch ein Allgemeinplatz, wenn wir jetzt an unser alltägliches Leben im Umgang mit Technologien denken. Aber noch eklatanter überschneiden sich die Charakteristika der Cyborg mit den psychosomatischen Verweisen des Symptomkomplexes BID. Denken wir beispielsweise an die Bedeutung und Funktion von Prothesen beim Pretenden. Sie werden zunächst zu Medien einer sozialen Identität, nämlich der eines beeinträchtigten Menschen, der wiederum eine neue eigene Bedeutung eingeschrieben wird. Die verwendeten Prothesen werden aber auch zu Medien des Körperschemas, wodurch sie in die Wahrnehmung von Welt eingreifen und somit auch also die Subjektivität ihrer Träger selbst verändern. Dabei wird die partiale, unsichere, transable Körperidentität erst in der Interaktion mit der Technologie, also der Prothese, praktiziert bzw. hergestellt. Selbsterkenntnis, so Haraway, erfordert immer eine semiotisch-materielle Technologie, die Bedeutung mit Körpern verknüpft. Und mit diesem Zusammenhang, also von Selbsterkenntnis und Prothese, tut sich eine dritte Lesart der Terminologie Vollständigkeit auf. Sie kann mit dem gleichgesetzt werden, was die Lacan'sche Psychoanalyse als Ganzheit bezeichnet, also das, was das Subjekt seit seiner Ich-Werdung im Spiegelstadion fortwährend anstrebt, ihm aber realiter immer mangelt. Der Spiegel kann hierbei auch als eine notwendige Prothese verstanden werden, durch dessen Illusion das Selbst erst zu einem Subjekt gemacht wird. Er schafft die Projektion eines narzisstischen Mois, während sich das Vorgänger-Ich, das Je, nur noch in einem zerstückelten Zustand oder in einem als unvollständiges Partialobjekt wahrnimmt. Darüber hinaus sind mit Friedrich Kittler die das Internet und den Cyberspace umfassenden Medien im Lacan'schen Sinne immer schon Spiegel, in und an denen sich Subjekte er und verkennen. Eine Matrix identifikatorischer Prozesse und fortwährender Schöpfungsmoment, in dem das Ich in seinem imaginären Status zu Virtualität und Fiktion verdammt ist. Für die Cyborg ist wiederum das Netz essentiell, weil sie laut Haraway kommunikationssüchtig ist. Das Weben von Netzen ist ihre oppositionelle Praxis. Sie weiß, dass gelebte soziale Beziehungen ihr wichtigstes politisches Konstrukt, nämlich eine weltverändernde Fiktion sind. Und dementsprechend sollte natürlich auch nicht davon ausgegangen werden, dass transable Menschen ihre eigenen Entdeckungen oder Medikalisierung geharrt hätten. Vielmehr mussten und wussten sie jede neue partizipatorische Medientechnologie für ihre Erzählung zu nutzen. Denn für jede Genese von Gemeinschaften, deren Mitgliedern sich an unterschiedlichen Orten aufhalten und die sich dann trotzdem unter den Vorzeichen ihrer spezifischen, devianten Begehren zusammentun, sind zu allen Zeiten Medien a priori die Grundvoraussetzung eines sich Findens, Erkennens sowie der Speicherung und Vermittlung empfundener Körpererfahrung. Die untersubjektive Konstruktion von Transability liest sich daher auch wie eine Geschichte technischer Medien, auch wenn sich das Syndrom bis 1782 zurückverfolgen lässt, ist Transability gerade deshalb ein zeitspezifisches Phänomen, weil das digitale und medienkonvergente Aufschreibesystem 2000 im Sinne Kittlers für seine Konstruktion und mehr noch für seine Subjektivierungsprozesse fundamental ist. Denn analysieren wir die historischen Quelle von Transability nach den medialen Bedingungen der Darstellbarkeit seiner Symptomatik, wird ersichtlich, wie diese Repräsentationen das Phänomen selbst verändert haben. Das heißt, wie die verwendeten Technologien und die inhärenten Medientechniken Rückkopplungseffekte erzeugen und dies selbst zu gewissen Anteilen rückwirkend bis in die Manifestation einschreiben. Auch hier kreisen die ersten Funde zunächst um die Bereiche des devianten Sex. So finden sich die ersten Quellen eines Austauschs Betroffener in Zeitschriften wie dem London Life Magazine zwischen den 1920er und 40er Jahren, also genauer gesagt in der amputationserotischen Literatur, die ihre Blütezeit unüberraschenderweise zwischen den ersten beiden Weltkriegen hatte.
Anschließend finden sich Quellen in der Leserbriefrubrik des Penthouse Magazine Anfang der 70er Jahre. Doch bereits auf dem 1990 programmierten Bulletin Board der National Amputee Coalition verstörte die eigentliche Zielgruppe, also Menschen mit Amputationen, dann auch solche Nutzerinnen, die freiwillig Amputationen haben wollten. Und so gelang es eben durch das Board, dass eine Vielzahl weltweit verteilter Transable-Menschen herausfinden konnten, dass sie mit ihren spezifischen Körperempfinden nicht alleine waren. Später waren dann sogenannte Yahoo-Groups die notwendige technische Neuerung, um sich von Amputationsfetischisten, sogenannten Devotees oder Amelos, abzuspalten und sich unter einem eigenen Suchbegriff finden zu können. Die gleichfalls in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre aufkommenden Content-Management-Systeme wie Live-Journals oder Blogs ermöglichten es Betroffenen wiederum, anonym und doch an eine Öffentlichkeit gewandt über ihre Körper Erfahrungen und über ihre Biografien schreiben zu können. Der Begriff, wie bereits erwähnt, Transability, sowie seine Definition ging Anfang der 2000er Jahre aus dem Forum transable.org hervor. Und auf dieser öffentlich zugänglichen Seite fand bis zu ihrer Abschaltung im Jahr 2013 ein äußerst lebhafter Diskurs statt. Und anhand dieses Diskurses zeigte aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive Jenny Davis auf, wie die Nutzer der Seite Transability prosumiert, das heißt in einer für soziale Netzwerke spezifischen Medientechnik durch das gleichzeitige Konsumieren wie Produzieren von Content als eine kollektive Identität etablierten. Das größte deutschsprachige Forum heißt übrigens BIDI Dach und hat derzeit 925 Mitglieder. Online-Communities stellten immer schon Räume und Realitäten bereit, die sich offline kaum durchsetzen lassen, weil sie Deutungshoheiten und Autoritäten relativieren, selbst aufstellen und weil nicht leibhaftig, also nicht mit dem eigenen Körper für die gepostete Aussage eingestanden werden muss. Das Internet stellte also nicht nur Spiegel, sondern auch einen Raum bereit, in dem Bezeichnungen zu Suchbegriffen und Beschreibungen zu Ritualen und Kriterien einer transablen Identität werden. So werden performative Prozesse in Gang gesetzt, aus denen Diskurse und Realitäten hervorgehen, die sich biopolitisch kaum mehr kontrollieren lassen. Und das birgt gleichermaßen Chancen wie Gefahren, wie man eben nicht nur an Pro-Ana oder Pro-Mia, also AnorektikerInnen oder BulimikerInnen, sondern auch an Bugchaser oder an Kannibalismusforen erkennen kann. Und das gilt natürlich auch für unsere momentane konkrete politische Lage, denken wir an den Aufstieg der neuen Rechten, an Hate Speech oder aber an Verschwörungstheorien. Für die Subjektivierungsprozesse transabler Menschen, deren Begehren um das Körperbild und somit um das Imaginieren kreist, musste das Phänomen aber auch in Bildern erzählt und in Szene gesetzt werden. Dementsprechend war auch die Entwicklung von Konsumentenkameratechnologien mit ihrer Konvergenz von Screen, Recorder und Display für BID entscheidend. Mit ihren Schnittstellen zum Internet und YouTube ermöglichten sie es ihnen, Bildern von sich beim Pretenden in ihren erwünschten Körpern zu produzieren, losgelöst von sich zu betrachten, hochzuladen und zirkulieren zu lassen. Gibt man bei YouTube nach der Verifizierung der Volljährigkeit die richtigen Suchbegriffe ein, dann finden sich eine Vielzahl solcher Videos, die abhängig von ihrer Glaubwürdigkeit, also von der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung, kommentiert und geliked werden. Diese YouTube-Videos sind Selbstporträts eines imaginären Ichs, zugleich aber auch Spiegel, Implementierung und Anleitung. Sie sind als eine Medientechnik zu verstehen, die das Transable-Subjekt stabilisieren, wenn nicht sogar auf eine bestimmte Art und Weise hervorbringen. Zugleich folgen diese Videos den Promissen des medialen Formats, denn YouTube-Videos folgen keinem Paradigma der Narration, sie ziehen auf Kommunikation, Interaktion und Viralität ab. Nach Josef Vogel waren Medien immer schon in ihrer Funktion und den Effekten, Praktiken und Kulturtechniken, die sie produzieren, virulent. Dies gilt speziell für die in den jeweiligen Repräsentationen angelegten Bedeutungen und Techniken. Jeder neue technische Spiegel produziert eine erweiterte oder spezifische Spiegelillusion eines Selbst. Und diese wird wiederum das Potenzial, dass man im Spiegel eine Seite von sich erkennt, von der man noch gar nicht wusste, dass man sie hat, beziehungsweise die man sich erst nachträglich aneignet. Das ist im Kontext des Homo ex machina natürlich auch ein Allgemeinplatz oder natürlich ist es auch ein Allgemeinplatz im Kontext des erweiterten Menschen. Denn kein noch so normiertes, bürgerliches, heterosexuelles Begehren oder aber ein deviantes Begehren, wie beispielsweise eine autoerotische Amputationsfantasie, kennt einen authentischen Nullpunkt, der rein und unbeeinflusst nur vom Subjekt ausgeht.
Also als hätten wir alle, die wir hier sitzen, jemals gewusst oder wären wir alleine drauf gekommen, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen wir Sex so praktizieren können. Hätten uns nicht das ständige Reden über Sex oder über die Pornografie gelehrt, über welche Dinge, Praktiken und Materialien wir so unsere Phantasmen aufspannen können. Begehren ist immer in ein historisches, symbolisches und mediales Dispositiv eingebunden. Und innerhalb dieses Dispositivs treten Technologien als eine Verkörperung von Macht auf, die sich kein Subjekt auf der Welt entziehen kann, solange es Teil dieser Welt sein will. In der westlichen Welt ist die Verknüpfung von Körper und Interface, Psyche und Netz, Mind und Server, Organismus und Code nicht nur eine Voraussetzung, um am ökonomischen Wettbewerb und als vollständiges bürgerliches Subjekt an erforderlichen sozialen Prozessen teilzunehmen. In ihrer Logik ist sie elementar, um sozial überhaupt und vollständig existent zu sein. Bei Kittler heißt es, nur was schaltbar ist, ist überhaupt. Und Sie werden es wahrscheinlich auch so wissen, also in manchen Berufen ist es gar nicht so leicht, eine Karriere aufzubauen, wenn man keinen Facebook-, Twitter- oder Instagram-Account hat. Technologien als Machtverkörperung implementieren und forcieren dabei auch bestimmte Vorstellungen und Bedeutungskonzepte von Welt. Das Aufkommen der Elektrotechnik beispielsweise forcierte Anfang des 19. Jahrhunderts eine spezifische Vorstellung des Nervensystems. Die Vorstellung vom Gehirn als Zentralorgan mit deterministischer Steuerungsfunktion zerplatzte mit der Computertomographie in Netze. Deleuze konstatierte bereits 1990, das Gehirn entspricht der modernen Welt, wobei er dies natürlich auch auf den globalen Kapitalismus bezog. Und im Zuge der neurowissenschaftlichen Untersuchung von BID beispielsweise übernimmt man ja auch versucht, die Körperrepräsentation überhaupt verstehen zu können, entwarf Glenn Carruthers das Modell von sogenannten On- und Offline-Repräsentationen neuronaler Körperbilder. Also das meine ich auch nur nochmal so als Vergleich, wie durch Technologien bestimmte Metaphern entstehen, die wir erst entwerfen und dann wiederum rückwirkend auf unsere Vorstellung unseres Körpers projizieren. Gleiches gilt für Prothesen. So verschmelzen in der Figur des Prothesenträgers immer auch historische Menschenbilder, Technik, Utopien und Gesellschaftsentwürfe. Der zusammengeflickte Kriegsheimkehrer zu Beginn des 20. Jahrhunderts war noch das Signum des Krieges und der Reparaturmedizin. In seiner Figur wurde die instrumentale Rationalität von Industrialisierung, Militarisierung und Medizin besonders kenntlich. Ein Jahrhundert später warfen die Hightech-Prothesen des Blade Runner genannten Sprinters Oscar Pistorius die Frage auf, ob er durch die Prothesen nicht mehr disabled ist, sondern superabled gemacht wurde. Diese sich wandelnden Diskurse in der Prothetik zeigt Karin Harasser in ihrem Buch Körper 2.0 auf. So wird in spezifischen Diskursen in der Prothetik nicht mehr die körperliche superfitte Heldin der Science-Fiction-Comic-Welt als Human 2.0 gesehen, sondern die Behinderte, die mittels technischer Zusätze in eine neue Existenzform eintritt. Denn gerade körperliche Defizite qualifizieren anders körperliche als besonders geeignet für technische Verbesserungen, die sie übermenschlich machen können. Das zentrale Schlagwort hierfür lautet Adaptability. Anderskörperliche seien in dieser Logik privilegierte Subjekte einer Teleologie der technischen Erweiterung, die als Evolution mit anderen Mitteln gedacht ist. Inwiefern sich nun solche Diskurse durchsetzen und ob sie für die weitere Konstruktion von BID oder Transability relevant sind, lässt sich nur spekulieren, aber sie erscheinen mir nicht unwesentlich bezüglich des Leitsymptoms der syndromspezifischen Wahrnehmung von körperlich beeinträchtigten Menschen, wie auch der jeweiligen Bedeutung der beim Pretenden verwendeten Prothesen. Denn vor dem Hintergrund des Symptoms der als begehrenswert und stimulierend beschriebenen Leistungsaspekte repräsentieren die von mir als Cyborg-Wesen gedachten transablen Menschen nur noch scheinbar den Albtraum der kapitalistisch-patriarchalen und militärischen Fortschritts- und Allmachtsfantasie, aus der sie geboren wurden. Und zwar deshalb, weil sie dem entgrenzten, effizienzgesteigerten, normierten Körper eine symptomatische Umkodierung von Körperlichkeit entgegenstellen, die nur scheinbar genau das repräsentiert, wogegen sich Disziplinierung und Sorge um sich richten. Das Regime der Erwartungen und der Disziplinierungsbefehl an den Körper ist aber genau der gleiche und wenn nicht sogar auf die Spitze getrieben. Der Unterschied ist die Umkehrung des Verhältnisses von Über- und Unvollständigkeit der Körper. Aber dieser Unterschied lässt sich nicht darstellen. Es gibt bisher keine entsprechende Repräsentation der Körper, die diese Unterschiedlichkeit nachvollziehbar erzählt. Dieses Darstellungsproblem bringt meiner Meinung nach der Dramaturg und Theaterregisseur René Polisch in seinem Stück Ping-Pong d'Amour so prägnant auf den Punkt. Da heißt es,
Wir sind Darwins Töchter und absolut unähnlich, und das sind wir am Rande der Darstellbarkeit. Diese Unähnlichkeit lässt sich nicht darstellen, es kommen einem immer die Ähnlichkeiten dazwischen. Dass du jetzt denkst, dass da diese Augen sind, das macht uns zu Ähnlichen, aber die gibt es nur auch. Welche Darstellungsverfahren bräuchte es also, damit Transability als Bestandteil von Körpergeschichte den Topos der Vollständigkeit zu einer Verhältnismäßigkeit überführt? Oder, um es nochmal mit Rückgriff auf Haraway zu sagen, wie kann die Vorstellung von Transability über Communities hinaus zu einem politischen Konstrukt, zu einer weltverändernden Fiktion werden? In einer vereinfachten Umkehrung könnte die Frage auch einfach lauten, warum findet man trotz des Wissens, dass es sich bei BID nicht um einen Wahn handelt, also warum findet man trotzdem den Schmerz und das Leiden einer transablen Person unter ihrem übervollständigen Körper nicht nachvollziehbar? Warum findet man die Frage nach chirurgischen Angleichungen so kontrovers? Während die gegenwärtige Vorstellung von BID und Transability im Wesentlichen durch die Medizin und den Medienwandel um die Jahrtausendwende durch Betroffene selbst geprägt ist, ist die gegenwärtige gesellschaftliche Vorstellung von Transgender, so meine These, allen voraus aus einer langen Geschichte künstlerischer Verhandlungen und Darstellung Betroffener und dann ihrer späteren Wechselwirkung mit den Geisteswissenschaften hervorgegangen. Damit Transability gesellschaftlich anerkannt und die Vollständigkeit des Körpers in eine Verhältnismäßigkeit überführt werden kann, bräuchte es also eine transable Kunstgeschichte, deren Darstellung, anders als technische Bilder, die Funktion eines Spiegels haben, wodurch sie die fundamentale Unterschiedlichkeit körperlicher Vollständigkeit einerseits empathisch und nachvollziehbar erzählen und zugleich an Affekten von Körperlichkeit und dem Objekten an sich operieren. Bis dahin kommen, wie Polish so einleuchtend und prägnant konstatiert, der Vorstellung von Transability immer die Ähnlichkeiten dazwischen. Wir ziehen den Körper immer als eine gemeinsame Verständigungsgrundlage heran, wobei körperliche Ähnlichkeiten wie beispielsweise das Geschlecht oder die Ethnie zumeist nur historische Konstrukte sind, die alle auch nur einer Geschichte der Macht folgen. Als eine solche Ähnlichkeit oder Assoziation eines transablen Körpers konnten bisher nur die als defizitär, versehrt oder beeinträchtigt oder behindert markierten Körper herbeigezogen werden. Und so läuft die Symbolisierung von Transability und der Unvollständigkeit der Körper Gefahr einer Verwechslung. Denn letztgenannte sind alle andere Körper, die alle eine andere, eigene, individuelle Geschichte haben und deren spezifische Körperlichkeit mit anderen, unterschiedlichen historischen Bedeutungen aufgeladen sind. Dankeschön.